Bundesfinale 2015. Ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Bei mir ist mein nächster Gast, quasi ein Heimspiel, Sachsen-Anhalt. Der Morre ist da. Moin. Hallo. Wie geht's dir? Ja, wie geht's einem, nachdem man auf dieser Bühne stand, alleine? Ja, ich habe echt gesagt, irgendwie der Kerl hat Eier. Irgendwie lauter Bands und er alleine ja, mit seinem Piano. Die Eier konnte der heute gar nicht sehen. Da hätte der beim Landesfinale zuschauen müssen. Da war das etwas enger mit der Bekleidung. Ja, ich habe schon gehört, irgendwie beim Landesfinale bist du in der Unterhose ja, auf die Bühne gegangen. Ich habe jetzt angefangen zu studieren, ich muss immer lernen und ja, wie das so ist, da kann man keinen Sport mehr machen und dann nehme ich zu und da habe ich mich das heute halt nicht mehr getraut. Aber dafür die Maske. Ja, dafür die Maske, irgendwas muss man ja machen, ne? Hast du eigentlich wirklich jetzt Schauspielunterricht für heute Abend genommen? Ich habe das geschrieben, ist vielleicht etwas hochgegriffen. Also ich habe 2 Stunden mit einem befreundeten Schauspieler nochmal am Programm gearbeitet und gefeilt. Das war eine gute Erfahrung. Ich kannte den noch schon. Ich habe auch früher viel Theater gespielt und genau, habe mit ihm viel zusammengearbeitet. Und das war eine gute Zeit, ja. Was ist denn in deinem Leben schiefgelaufen, dass du dich vorhin vorgestellt hast mit Ich bin Morre, ich bin vom Planet Melancholie? Tja, hat man das nicht gehört, was in meinem Leben alles schiefgelaufen ist? Ich konnte leider nicht die ganze Zeit dabei sein. Ach so, ja. Vielleicht eine 20-sekündige Zusammenfassung. Ja, also vor lauter Lachen werde ich depressiv, habe ich gesungen. Das ist nur zum Glück vorbei. Aber du bist relativ spät zur Musik gekommen, ne? Also irgendwie, was habe ich irgendwie so, seit einem halben Jahr bist du unterwegs, hattest du dann noch irgendwelche gesundheitlichen Probleme, mit denen du zu kämpfen hattest? Und jetzt bist du plötzlich hier im Bundesfinale. Also ja klar, also ich bin irgendwann vom Stern gefallen und dann kam die Musik so. Ist klar, nein. Ich habe klassischen Klavierunterricht genommen, ich habe im Chor gesungen, ich habe schon bei Opernproduktionen auf großen Bühnen gestanden und habe einfach irgendwann angefangen, Lieder zu schreiben, aber habe das halt für mich gemacht. Und habe letztendlich zwei Monate, zwei Tage waren es, habe ich mich dann auf die große Local Heroes Bühne der ersten Runde gestellt, wo so 5 Zuhörer waren, 3 davon waren meine Freunde und 2 waren die so Jury. So kann man dann auch nur weiterkommen. Ja, und dann bin ich weitergekommen, das hätte ich nicht so richtig gedacht, ne? Aber was, in welchem Moment hast du wirklich Feuer gefangen? Also wo war der Startpunkt quasi, wo du gesagt hast, ey, ich möchte das jetzt wissen, ich mache Mucke und will da auch vorankommen. Ja, das war dann vor 1,5 Monaten. Das war dann beim Landesfinale Sachsen-Anhalt, wo ich irgendwie
dann plötzlich gesagt wurde, dass ich da gewonnen habe und ich dachte, oh mein Gott, ja, krasse Scheiße, was ist hier schief mit der Jury, ja, ja, danke. Hört, hört. Aber stand es für dich nie zur Debatte, eine Band zu finden? Oder selbst eine zu gründen? Also ich hatte eine tolle Band. Also wir haben ja auch die drei Bärtigen sind hier auch, ja, vertreten. Genau, das ist so ein Bandprojekt, was wir hatten. Wir hatten auch mal noch eine andere Kirchenband. Da bin ich auch so zur Popmusik gekommen, so in der Kirchenband. So müsst ihr euch vorstellen, so Anbetungsmusik ist so wirklich, also Popmusik ist langweilig, Anbetungsmusik ist so How great is our God? Mehr singt man da eigentlich nicht. Ich fand das geil, ich finde das auch bis heute mega geil und bin dann so irgendwie zur Musik gekommen, habe auch am Anfang nur so Anbetungsmusik gespielt und habe dann so, habe das dann irgendwann aufgeführt und habe so gemerkt, ey, das berührt die Leute irgendwie, also ja, damals war ich auch noch ein bisschen anders, habe ich so irgendwie, denn du bist immer für mich da, jeden Tag und jedes Jahr, also irgendwie so sehr einfallsreiche Texte habe ich da auch gemacht. Ich laber gerade Müll, oder? Aber nee, es ist spannend, nee, aber ich finde irgendwie, du könntest eigentlich sehr gut so in diese Musical-Schiene gehen. Wäre das nicht irgendwie so eine Ausbildung an der Stage in Hamburg zu machen? Ja, das wurde mir eben im Coaching auch gesagt, das wird mir irgendwie jetzt immer gesagt. Aber die haben alle Unrecht. Die haben alle Ahnung von Musik, viel mehr Ahnung als ich habe. Also, ja, also der Traum von mir ist letztendlich, dass ich einfach irgendwie so davon leben kann, dass ich einfach 150 Konzerte vor 20 Leuten spiele im Jahr und davon genau davon leben kann und irgendwie so die Musik machen kann, so oft ich Lust habe. Ich denke nicht, dass ich der klassische Popmusiker bin. Dafür bin ich irgendwie wahrscheinlich zu speziell. Ich habe auch immer Lust, noch ein bisschen Theater zu spielen und so. Und ich hoffe, dass es dafür einfach auch einen Markt gibt. Und ja, der große Vorteil ist, dann denke ich daran, du kannst von Musik leben und musst nicht berühmt sein und diese ganze Pressescheiße mitmachen. Entschuldigung. Ich gehe dann jetzt mal. Ja. Machst du ein kleines, Improvisation hier? Kriegst du es hin? Ja, so mit Cajon und Gesang oder was? So, oder? Ja, bitte. Dann ist mal Spaß, Alter. Na, mach. Okay, komm an. Ich halte das Mikro, okay. Und du bedienst dich. Ah, nee, die muss stehen bleiben, oder? Nee, geht das so. Okay, Morre! Okay. Applaus, BD! Come on! We will rock you. Come on! We will rock you. A body or a heart make a big nice stain. The street's gonna be a big fat someday. You got blood on your face, your big disgrace. Kicking your banner all over the place. Singing we will rock you. Everybody, we will rock you. Come on, danke. Woo! Ja. Yeah. Ich würde sagen, grandios gemacht, so spontan. Ja, finde ich auch. Also, mir ist echt ein Rapper verloren gegangen. Ja, definitiv. Sollte mal Queen anrufen. Leben die noch? Weiß nicht. Nein, nicht wirklich so. Nicht Ach so, alle. Ja. Wobei, ja. Es gab ja dieses Queen-Musical, We Will Rock You. Ja. Und diese Hand hat schon Brian Mays Hand geschüttelt. Ey, geil. Come on. Ich habe aber lange ja, schon, ich habe ja. viel danach gewaschen. Gut, ich sage lieben Dank und ne, alle abstimmen für morgen, wenn ihr der Meinung seid, er soll heute Abend hier den Abend Ja, ey, danke. Hi. Das war's. Hallo, ich bin Morre. Tschüss, vielen Dank.